Da kommt her, Freunde. Lutsch mir die Eier! Ja? Dann komm her! Marek für dich. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077, Folge 41. Wir sind immer noch im Auftrag ernsthafte Nebenwirkungen. In Zimmer 103 kommen wir leider nicht hinein. Aus diesem Grund müssen wir uns jetzt damit zufrieden geben, in Zimmer 203 reinzugehen. So in großer Weise. Och, ist das dein Ernst? Wir stoßen wirklich zu Problemen. Ich finde das nicht geil. So, wir haben aber noch eine weitere Möglichkeit. Ja, genau. Ja, und jetzt? Ach, das ist doch jetzt hier Kacke. Was mache ich denn jetzt hier? Geh in Zimmer 203. Die Tür ist verschlossen. Langsam verstehe ich diese Mission nicht mehr. Wir können hier nichts machen. Gar nichts. Oder muss ich hier irgendwas machen? Nee. Ja, das ist ja nur Data Mining. Das ist ja hier. Ist ja albern. Finish gemacht haben. Doof. Doof durchaus. Weil das macht es natürlich jetzt zur Zeit zumindest nicht möglich, ne? Ja, leg mir am Arsch, egal. Ich verschwende hier nur meine Zeit, weil das ist mir echt. Das ist mir echt zu blöd. Wir müssen was anderes erstmal machen. Wir haben hier erstmal noch keine Chance. Das ist ja maximal belastend. Ja, Gewalt zum Öffnen, Alter. 16. Das ist ja hier bescheuert. Ist das hier. Gut, bleibt uns nicht anders übrig. Tschüss. Wir verpissen uns, müssen erstmal was anderes machen. Echt schade. Ich habe unsere Zeit hier verschwendet. So lange will ich mir jetzt hier echt keine. So, was haben wir hier? Die Datenbank wollten wir ja machen. Richtig. Auf geht's. Wir müssen ja warten, bis wir unser Scheiß. Bis wir unser Scheiß Rennen da fahren können. Dauert es eine Weile. Also los zu dem, ja, genau, wahrscheinlich, oder? Hey, Musik ein bisschen lauschen, ja. Was? Ach, wieder ein Auto, ne? Ich hab ein Cordes zu verkaufen, gehört einem reichen Drecksplack. Ja, Digga, weg. Digga, als ob das Missionen sind, weißt du, ich werde die doch alle nicht machen. Ist klar. Haha. Ich habe hier meine gute Karre. Vielleicht kriegen wir irgendwann unser eigenes Auto auch wieder zurück und dann ist doch super. So, das war schon mal das erste Fragezeichen. Das ist schon mal nicht so gut beglückt, würde ich mal sagen. So, 2 Kilometer, Mensch. Das ist ein Weilchen. Oh, und jetzt erstmal ein bisschen mehr Speed hier geradeaus. Wäre schön. Ja, wir sind erstmal wieder auf Nebenmissionchenjagd. Und dann wollte ich auch noch ein paar Seitenquests machen. Also die gar nicht als Nebenmission aufgezählt sind, sondern zum Beispiel so ein Fragezeichen, ne? Ja, Polizeisachen gibt es ja auch. Also da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, ja? Die wollen wir natürlich alle ausreizen, was dann das Spiel so zu bieten hat. Musik ist laut. Alter. Da muss ich mein Mikrofon ein bisschen näher machen. So, das müsste ja passen. Was? Die Kappenfahrzeuge, Kof, was war das jetzt?
Ach so. Ich freue mich, Sie darüber zu informieren, dass Ihr Fahrzeug seit Ihrem bedauernswerten Unfall repariert wurde. Es steht in Ihrer Garage bereit. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und tausende unfallfreie Kilometer. Ha! Wenn man vom Teufel spricht, da haben wir unsere Karre. Ha! Geil. Können wir dann auch direkt danach erledigen. Ich bin ja begeistert. Wenn's einmal läuft, Alter. Ha! Ja, nicht ruckeln, so. Stark. Haben wir auch unsere normale Karre wieder. Ich bin ja begeistert. Hat ja auch seine Zeit gedauert, bis das repariert war, ey. Ohne Scheiß. Ja, was hab ich denn gemacht? Chill doch mal, deine Base. Alter, ich finde das Navi, finde ich echt nicht gut. Oh Gott. Sorry, ich hab doch noch jemanden überfahren, Mann. Das ist auch ein Fragezeichen, na, interessant. Scheiß auf diesen Job! Hat egal, als ob ich jetzt diesen scheiß Stern noch nicht loswerde. Was soll denn das? Quatsch. Na gut, schauen wir mal. Danke, findest du eine neue Datenbank? Einfach. Okay. Ist ein Ripper Dog? Also, wie gesagt. Bist du schon lange hier? 2 Jahre. War am Anfang nicht leicht, aber jetzt kenne ich die richtigen Leute. Am wichtigsten Biss ist es, die richtigen Leute zu kennen. Flexibel und kooperativ zu sein hilft auch. Oh, cool. Was hast du so für Ware? Ja, das haben wir ja sowieso alles noch gar nicht richtig gemacht, ne? Da müssten wir auch auf jeden Fall mal was machen. Ein Betriebssystem, verfügbare Items 4. Interessant. Gibt's da was Geileres? So Sachen, die wir noch gar nicht freigeschaltet haben. Und natürlich hier auch nochmal mit 3 Slots, ne? Immerhin. Was haben wir hier? Militech Paraline. 2 Kapazität, 4 Puffergröße und 2 Slots. Quick Hacks gegen Ziele, ja. 3 Speicherkapazität und der hat 4 Speicherkapazität, 7500. Aber ganz ehrlich, wäre doch ein guter Anfang, oder? Voll geil. Seocho Electronics Mark 1, der ist ja auch schon so ein bisschen geiler auch, ne? Der hier kostet 5000, das sind alle so teuer, weißt du? Der hier kostet 15.000. Ja gut, ganz ehrlich, komm, lass mal machen. Easy. Und ich will gerne gucken, was es sonst noch so gibt. Weil, Digga, wir können uns ja hier so krass ein, die Skelett, Verstärkung oder so. 1000, Tragkapazität 20%, Gesundheit um 20%, siehst du aber 4000, Alter, Junge, wir geben unser ganz Geld, ich will mein ganz Geld jetzt gerade nicht ausgeben, ne? Arme, guck mal, Arme gibt's auch. Können wir alles noch nicht machen, schade. Beine. Können wir auch alles noch nicht machen. Integument-System. Was? Keine geeignete Cyberware, alles klar. Nervensystem gibt's hier. Ermöglicht das Zielen und Schießen beim Ausweichen. Verlangsamt die Zeit beim Blockieren und Zielen und Angreifen während des Ausweichmanövers. Okay, krass. 1000 aber auch, Junge. Oh, hier gibt's viel. Okay. Biomonitor stellt sofort 30% Gesundheit wieder her, wenn deine Gesundheit 15% sinkt. Ah, das ist aber nur einmalig. Eine Blutpumpe stellt nach Aktivierung 50% deiner maximalen Gesundheit wieder her. Cool. Adrenalin-Booster, deine Ausdauer wieder her, ja. 3000, die Gesundheitsregeneration um 2 Punkte pro Sekunde. Das ist alles noch nichts. Okay, cool. Ah, da gibt es ja echt noch krasse Sachen. Stellt nach Neutralisieren eines Gegners einen Cyberdeck-Speicherpunkt wieder her. Ja, das sind jetzt noch nicht so die Sachen, wo ich sagen muss, bin ich jetzt gerade richtig begeistert. Aber das Ding finde ich schon mal okay. Haben wir schon mal ein einigermaßen gutes Upgrade jetzt hier gemacht. Hat ein bisschen gekostet. Hast hochwertige Tech im Sortiment. Hab den besten Lieferanten der Stadt auf meiner Seite. Ja? Vielleicht kenne ich ihn ja. Unwahrscheinlich. Mein Lieferant hält sich lieber bedeckt.
Alles klar. Ich brauche eine Datenbank, Mann. Wir schmeißen deine Leiche in den Rattenhof. Gott, Mann. Okay. Ja, klar, gehe ich einfach. Ciao, Alter. Hä? Aha. Gott. Ja, okay, alles klar. Sieht nämlich so, nö. Ich sehe doch gleich wieder hier Kampf. Kerzen. Ja, klar, Alter. Klar. Dann muss ich mal ganz kurz was essen hier. Wir haben nicht mehr so viel, wa? Aber diese Dinger machen das auch. Ja, Real Water. Ha! Ist ja ein Ding. Letzter Login. Finde Sanders Datenbank. Ja, nice. Jeder Idiot kann eine Niere rausnehmen. Oh, aber Augen nicht? Augen brauchen echte Künstler. Außerdem Nieren? Ha! Ich hab nur. Der Typ hatte Steine. Was ist das? Okay, fuck, mir egal. Ich will's gar nicht hören. Oh, sie gehen einfach. Na dann. Ach nee, der eine, der... Oh Gott. Ja. So, piss dich. Ah. Schön. Wer hätte das gedacht? Konzerne oder nicht, ohne Chrom sehen alle aus wie kugeldurchsiebte Fleischsäcke. Ja, sieht auch echt nicht schön aus, sagen wir ganz ehrlich. Ah. Anpassung erledigt. Gott, sind das viele Sachen. Und eine Nachricht, letzte Chance. Und Charles Bucks. Meine Herren, weil ich unsere Zusammenarbeit in der Vergangenheit immer geschätzt habe, möchte ich euch an dieser Stelle mit größtem Respekt fragen, was soll der Scheiß? Habt ihr wirklich gedacht, die fehlenden 4 Liter Flunitrazepam würden mir nicht auffallen? Ja, nehmt euch nur die Zeit, um das schwierige Wort am Kanister zu entziffern, den ihr mir geklaut habt. Wenn ihr dämlich genug wart, davon zu trinken, schreibe ich wohl gerade an 2 Leichen. Wenn ihr es auf dem Schwarzmarkt verdickt habt, wird das Zeug spätestens morgen sowieso wieder auf meinem Tisch stehen. Und ihr könnt mir glauben, dass eure Bosse äußerst unzufrieden mit diesem kleinen Design werden, was wahrscheinlich ebenfalls heißt, dass ich gerade an 2 Leichen schreibe. Falls ihr das Glück habt, das hier zu lesen, habt ihr vielleicht eine Chance, weiter zu atmen. Bringt das Flunitrazepam sofort zurück oder ihr liegt demnächst auf meinem Tisch. Überlegt euch in Zukunft 2-mal, wen ihr bescheißt, Charles Buxton. Ja, ich mach es. Kein Plan, aber ich werde es rausfinden. Was? Ja. Aber die könnten mich killen. Okay. Wo habe ich Zugriff gewährt? Hallo? Boah, aber zum Lesen ist das nicht geil. Cyberware, Anwendung und Nebenwirkungen. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich obsolet geworden ist. Ripper Dogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen. Das haben wir auch schon. Unvorhergesehene Veränderungen vorzurufen, mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depression, Apathie, Halluzination sowie plötzlicher Anstieg zu Verhaltenswerten. Okay. Ja, was können wir als Konsumenten angesichts dieser bekannten Risiken tun? Fernhalten, dass wir unsere Augen nicht verlieren. Naja, ja, das hatten wir ja auch alles schon gehabt, Mensch. Ist ja alles hier. Ja? Wie wär's denn mit Hacking? Was können wir denn jetzt hier machen? Achso, scheiße, ich muss ja hier noch was zuweisen wahrscheinlich. Inventar, Cyberware. Hier. Ist nichts drin, ja klar. Ha. Was haben wir hier? Pegen. Zeig Gegner? Nee, warte mal. Hier Synapsen, Burnout. Physischer Schaden. Tödlich. Geil. Speicherkosten 5. Ja, kacke. Zack. Ja, was haben wir noch? Verstärkung rufen.
ruft ein feindliches Teammitglied herbei. Okay, was haben wir hier? Kurzschluss, ja, machen wir. Optik Neustart, Ping ist ein Quick-Hack, den können wir sehr gerne noch erstmal überhitzen, ist auch nicht schlecht. Löst beim Ziel Brennen aus und verursacht anhaltenden Schaden. Ah, geil. Können wir mal ein bisschen mit rumexperimentieren, würde ich sagen. Hallo? Boah, hätte ich jetzt Bock drauf, Alter. Ach, ich kann das alle nicht machen. Scheiße. Weil ich noch nicht genug Punkte da. Ich habe doch 7 Speicher. Ablenkungsmanöver, Büßprotokoll auch so, aber ich habe den gar nicht im Visier, ne? Ja, Kurzschluss. Synapsen Burnout. Speicherkosten verringern. Verringert um 2. Ja, ist cool, cool, ja. Boah, ich hätte schon Bock mal rauszufinden, was dann passiert, Alter. Sag ich mal. Ah, ist ja belastend. Gut, ich gebe zu, das ist nicht ganz so geil aktuell, ne? Wo bist du, Jesus? Ah, ja. Boah, Fettpanzerung. Oh, ein paar Dollar. Oh Gott. Ey. In den Scheiß. Ach, war's mir wert. Ohne Scheiß. Kommt her, Freunde. Lutsch mir die Eier. Ja? Dann komm her. Marek für dich. Tja. Bist du einfach eine Belastung oder was? Boah, direkt trinken, Alter. Hinterher schütten. Den Scheiß. Ja, wieder viel zu viel Mist hier. Lass mich hier rein. Oh. Bringt gar nichts, ne? Wir haben so viele davon, das ist mir egal. Hab ich doch gerade irgendwas gesehen hier. Ah, da. Was haben wir da? Die Datenbank. Ha! Gib her den Scheiß! Oder was zu lesen? Labyrinth. Ach du Kacke. Also hierhin oder hierhin, es sei denn dorthin, dem Gefühl, der Ahnung, dem Verstand nach, quer aufs Geratewohl, aber die wirren Abkürzungen zu, der Reihe nach, die Reihen, die Korridore der Tore, schnell, denn in der Zeit hast du wenig Zeit von Ort zu Ort. Zu den vielen noch offenen, wo Dunkel und Zwiespalt, aber auch Durchblick, Entzücken, wo Freude, wenn auch Unfreude, beinahe daneben. Und anderswo, da und dort, irgendwo und wo immer, Glück im Unglück, wie eine Klammer in der Klammer, und einverstanden mit allen und plötzlich ein Bergsturz. Auszug aus Labyrinth von Vazvar Szymborska. Wer auch immer, mir egal. So, ja, geh mal her, ja, den Scheiß. Alles mal her, ja. Jetzt haben wir ja auch ordentlich Munition, Alter. So kann sich das ja auch hier. So kann sich das ja auch sehen lassen, das muss man ja mal sagen. Junge, es gibt noch hier so viel Zeug, ey, ohne Scheiß. Boah, eine Karre, die sieht nicht ganz aus. Na, dann weg. Kein Interesse, ciao. Ah, ich muss ja anrufen, ich verstehe. Na dann, wenn nicht weiter nichts ist. Ha. Hallo. Belastend. Na, was soll's. Na dann. Du hast eine Nachricht. Ach du Kacke. Kleptomanie. Alios Dakin, die Konzernrate, die mich verarscht hat und nicht nur mich. Die ganze Stadt ist voller Leute, die diesen Wichser in die Hände kriegen wollen. Wie man so schön sagt, das Schicksal eines Verräters wird im Augenblick seines Verrats besiegelt.
Aber meine Rache ist nicht das Einzige, was mich an Alias interessiert. Ich will sein PDA und, naja, die Daten drauf. Unser Verräter ist so schnell und sind sie verschwunden, dass er vor lauter Eile sein Zeug in der Stadt gelassen hat. Vor 20 Minuten habe ich einen Login-Ping empfangen, der von seinem Computer im Lokalnetz der Eisenhower Street ausging. Geh hin und hol dir das Gerät. Sobald wir es haben, können wir uns um den Mann kümmern. Na, gleich wieder die nächste Nebenmission. Easy, Digga. Und jetzt rufen wir Sandra Dorset an. Wie? Du bist doch wie, oder? Hast du die Datenbank gefunden? Du siehst ja prächtig aus. Das Traumateam hat dich also ruckzuck wieder zusammengeflickt. Ja, bin so gut wie neu. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten sie garantiert nichts mehr zum Zusammenflicken gehabt. Dafür habe ich mich nie richtig bedankt. Sag mal, war da nicht noch jemand bei dir? So ein großer Typ. Wenn du ihn siehst, dann grüß ihn bitte mal von mir. Ja, also... Jackie ist tot. Oh nein. Wie schrecklich. Aber doch nicht meinetwegen, oder? Nein. Arasaka hat ihn umgebracht. Kurz nachdem wir dich gefunden hatten. Jackie war viel zu cool, um sich irgendwelche Gefühle anmerken zu lassen. Aber er wäre sicher froh, dass du dich an ihn erinnerst. Naja, was zählt ist, dass wir noch leben. Wo waren wir stehen geblieben? Die Datenbank. Hast du sie? Du willst es wirklich wissen, was? Du rätst nie, wo sie war. Das war eine richtige Scav-Jagd. Sandra? Bist du da? Ja. Ich hab nur... Seit sie mir gesagt haben, was passiert ist, sehe ich sie überall. Ich dachte mir, dass sie sie haben. Ich hätte sie niemals selbst gesucht. Nicht nach dem. Ich rede mir ein, dass es vorbei ist. Dass sie jetzt weg sind. Hör mal, du bist Platin-Kundin beim Traumateam. Besser geht nicht. Ich bin mir sicher, der Sig-Hammer-Exploit ist längst behoben. Stimmt. Aber wer weiß, was sich die Scavs nächstes Mal ausdenken. Naja, jetzt ist jedenfalls alles vorbei. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern. Willst du darüber reden? Ach, schon gut. Nimm einfach die Datenbank in mein Apartment. Ich schicke dir gerade die Adresse. Danke. Okay, dann müssen wir jetzt ganz kurz da noch hinfahren. Ich dachte, wir können jetzt erstmal nochmal schön das Fragezeichen mal, was hier ist, aber nein, müssen wir das... Ach, oh, jetzt muss ich hier so... Ah, geht. Neutralisiere die Täter. Überfall im Gange. Na Mensch. Jetzt nicht. Bin gerade auf Mission unterwegs hier. Bin gerade auf Mission unterwegs, aber die Folge ist doch schon wieder vorbei. Das heißt, wir fahren doch noch hin, Freunde. Dann geht's das nächste Folge weiter, Mensch. So schnell kann's gehen. Hier wohnst du? Echt jetzt? Gut, dann schauen wir da bei ihr in der nächsten Folge vorbei. Gott, wie beschissen wir aussehen, aber das ist nun mal die beste Panzerung, die gerade drin ist. Nächste Folge geht's weiter. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.